Unser nächster Gast gehört zur absoluten Elite der internationalen Klassikszene. Mit 8 Jahren hat sie ihr erstes Violinkonzert mit Orchester gespielt. Mit 19 dann in der New Yorker Carnegie Hall. Mit 23 war sie die jüngste Musikprofessorin Deutschlands. Und jetzt machen Sie sich bitte selber ein Bild von der bezaubernden Julia Schäfer. Guten Abend, herzlich willkommen. Ich glaube, das, was ich eben gesagt habe, lässt erahnen, wie viel Sie unterwegs sind. Wenn Sie dann unterwegs sind, hören Sie unterwegs auch Musik? Und wenn ja, was? Also ich gehe oft in Konzerte in die zweite Hälfte, wenn ich in der ersten Hälfte zum Beispiel spiele. Ich meine jetzt mehr so im Flugzeug, also so Kopfhörer. Ja, also das Radioprogramm höre ich dann schon mal durch, aber eigentlich den Klassikkanal. Okay. Ja. Also das heißt, wenn ich Sie jetzt fragen würde, wissen Sie, was momentan Platz 1 in den deutschen Popcharts ist? Dann werde ich sagen, dass ich das leider nicht weiß. Aber Sie werden es mir sicherlich gleich verraten. Ich könnte es Ihnen sagen, ja, wenn Sie das wissen wollen. Ich weiß ja nicht, vielleicht haben Sie schon mal was von Will.i.am und Britney Spears gehört, Rihanna. Ja? Ja, gehört wahrscheinlich ja, schon. Ja. Aber das ist nicht die Musik, die Sie hören? Nein, höre ich nicht. Nee. Hör ich gar nicht. Wozu tanzen Sie dann, wenn Sie solche Musik gar nicht mögen? Oder tanzen Sie nicht gerne? Also ich tanze jetzt nicht besonders oft, nee. Mein Bruder tanzt sehr viel, der ist bayerischer Meister im Standardtanzen. Mhm. Aber eben, ich mache sowas jetzt eigentlich gar nicht. Und ehrlich gesagt, ich höre auch nicht so viel Musik. Mhm. Also ich spiele ja so viel und dann bin ich auch mal ganz froh, ein bisschen Ruhe dann zu haben. Dann lernt man die Stille auch zumindest. Ja. Ja. Mit 3 Jahren fing das bei Ihnen an, mit dem Geigespielen. Sie haben das mit der sogenannten Suzuki-Methode gelernt. Was ist das? Ja, das ist schwierig in ein paar Sätzen zu erklären. Aber ein paar Kernpunkte sind, dass man am Anfang nicht nach Noten lernt, sondern nach Gehör. Man fängt an, wenn man noch sehr, sehr klein ist. Es ist wichtig, dass es im Vorschulalter ist. Mhm. Die ersten Stunden sind nicht auf einer normalen Geige, sondern auf einer selbstgebastelten, so aus Zigarrenschachtel und Lineal. Und ah ja, das weiß ich nicht, ob man ein Foto gesehen hat. Mhm. Es gibt auch ein Foto von mir, wo ich das zeige. Und da hat man so eine Holzstange nur und da lernt man die Haltung der Geige. Und erst wenn man die Haltung wirklich beherrscht, dann bekommt man eine kleine 16. oder 10. Geige in die Hand. Und dann klingt es nicht mehr ganz so furchtbar, weil man ja die Haltung schon gelernt hat. Wie alt waren Sie denn, als Sie die erste richtige Geige bekommen? Das war 6 Wochen später, also ich war noch kurz vor meinem 4. Geburtstag. Und richtige Geige heißt aber dann schon? Eine 16. Ja, die war okay, also eine Kindergeige. Eine kleine, ne? Und ja, da waren Sie wahrscheinlich stolz wie Wolle dann? Ja, 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 die habe ich dann den ganzen Tag rumgetragen und vor dem Frühstück gleich gespielt. Und später kam die dann in den Puppenwagen. Die Puppe kam raus, die Geige kam rein. Mhm. Also es ist eine besonders innige Beziehung offensichtlich, die man da mit dem Instrument pflegt. Ja, das ist ja das Schöne an Geige. Ich spiele ja auch Klavier. Und das Bedauerliche an Klavier ist... Das ist was ganz Besonderes, ne? Also auch sehr gut Klavier, das muss man ja auch sagen. Also nicht so nebenbei, sondern kann man beides direkt nacheinander spielen? Also wenn Sie jetzt gerade ein Violinkonzert gespielt haben, können Sie sich dann direkt ans Klavier setzen? Ja, so rum schon. Also nach der Geige kann ich Klavier spielen, nach dem Klavier kann ich nicht Geige spielen. Warum das? Habe ich noch nicht ganz herausgefunden, aber das... So nach dem Motto, Wein auf Bier, das rate ich dir, Bier auf Wein, das lass es sein. Nein, das hat was mit dem Muskel zu tun. Man braucht bei der Geige eine mehr Feinmotorik, beim Klavier braucht man mehr körperliche Kraft. Aus irgendeinem Grund funktioniert die Feinmotorik gar nicht so gut, nachdem ich Klavier gespielt habe. Aber interessanterweise funktioniert Klavier, nachdem ich Geige gespielt habe. Ich habe das ja einmal im Konzert gemacht, da habe ich auch... Erst Geige gespielt und Klavier. Ich glaube, ganze wissenschaftliche Abteilungen werden sich da jetzt draufstürzen und werden das untersuchen. Herr Pflaume, was macht man, wenn man in diese Situation kommt, aufs Klo zu müssen während dieser Sendung? Gehen! Ja. Apropos Feinmotorik. Ich sterbe seit ungefähr 10 Minuten. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Lieber Herr Dinder. Ich dachte immer, um Gottes Willen. Ja. Wann aber Herr Dinder, ich sterbe. Lieber Herr, schütten Sie das Wasser ein noch, und ich höre dieses Plätschern. Ich denke, nein. Ich darf noch einen Tipp geben. Ich würde vorher dem Ton sagen, er soll den Ton runterregeln. Ton bitte. Lieber Herr Dinder, apropos Feinmotorik, einfach einen Fuß vor den anderen setzen. Ja, und wir sind froh, dass es nicht im Interview ist. Moment. Nein, Sie haben überhaupt nicht gestört. Darf man heimlich, ist das ja. Gehen Sie, nein, Sie stören nicht, Herr Dinder. Mit 9 Jahren sind Sie dann schon an die Musikhochschule gekommen. Und nun klingt das ja alles danach, als ob das keine normale Kindheit war. Aber den Begriff Wunderkind mögen Sie so gar nicht. Also Sie sind ein Wunderkind, das keines sein will.
Nein, ich glaube nicht, dass ich ein Wunderkind war. Und was ist schon normal? Ja? Mhm. Also, das ist ja so ein Begriff. Für mich war das alles vollkommen normal. Mhm. Meine Mutter ist selber Pianistin und hatte auch sehr viele Klavierschüler oder hat sehr viele Klavierschüler. Und in meiner Umgebung spielten alle Instrumente. Es spielten eigentlich auch alle zwei Instrumente. Und es war für mich eine absolute Selbstverständlichkeit, jeden Tag ein Instrument zu spielen. Hat Ihre Mutter Sie auch unterrichtet? Ja, am Klavier hat meine Mutter mich auch unterrichtet. War sie dann noch Ihre Mutter, wenn sie Sie unterrichtet hat? Ja, schon. Sie war vor allem insofern meine Mutter, als dass sie dann, wenn die Zeit nicht gereicht hat, weil, ich weiß nicht, an einem Tag zu viele Termine waren oder was, sie dann immer gesagt hat, üb lieber Geige, weil bei der Geigenlehrerin kannst du ja nicht unvorbereitet kommen. Bei mir ist das ja in Ordnung. Okay. Ja. Wenn man dann so jung schon mit Orchestern spielt, da frage ich mich natürlich dann, da gibt es Dirigenten, die ja normalerweise irgendetwas vorgeben. Ergibt man sich dem dann und spielt dann das, was der Dirigent möchte, oder hat man da schon seinen eigenen Kopf auch in diesen jungen Jahren? Also ich hatte meinen eigenen Kopf, bedauerlicherweise. Wie vielleicht hat sich manchmal das dann ausgedrückt? Ja, also ich erinnere mich, als ich 13 war, habe ich mit Lorin Marcel zum ersten Mal gespielt. Mhm. Und wir haben Bach-Doppelkonzert zusammengespielt und beim zweiten Satz wollte er ein sehr rasches Tempo, womit ich nicht einverstanden war. Und dann habe ich ihm gesagt, dass wir das meiner Meinung nach so nicht spielen werden. Wie hat er reagiert? Er war, was bei ihm selten vorkommt, kurz sprachlos. aber er war eigentlich großartig. Er hat dann gefragt, warum. Und er hat sich meine Argumente dann auch angehört und hat gemeint, ja, gut, dann spielen wir das langsamer. Okay. Ja, das ist wunderbar. Wie ist das grundsätzlich? Wer hat schlussendlich das letzte Wort in einem Konzert? Der Dirigent oder der Solist oder die Solistin? Ja, das ist die große Frage. Das ist eigentlich abhängig davon, wer ist die stärkere Persönlichkeit, wenn man das jetzt böse formulieren wollte. Wenn ein Dirigent eine vorgefertigte Meinung hat und ein Solist hat keine Meinung, dann wird es nach dem Dirigenten laufen und genauso umgekehrt. Idealerweise ist es eine Partnerschaft. Das heißt, man diskutiert, man... Vielleicht hat man sogar die gleiche Meinung. Es gibt ja den Notentext. Mhm. Ich selber bin jetzt jemand, der nicht nach Gefühl entscheidet, zum Beispiel über Tempi, sondern eigentlich schon eher, dass ich darüber nachdenke, was steht da, in welchem Kontext ist das Werk geschrieben. Und auf der Ebene kann man natürlich dann auch mit Kollegen diskutieren. Und ich bin eigentlich nie mit einem Dirigenten so überhaupt nicht klargekommen. Ich hatte vielleicht eine andere Meinung. Es gab auch Dirigenten, wo klar war, dass das jetzt nicht so ideal funktioniert, das schon, aber aber das die Konzert... trauen sich dann bei Ihnen auch, glaube ich, nicht. Ich glaube, mit Ihnen diskutiert man dann auch nicht lange. Das wissen glaube, Sie jetzt Sie, schon. Ich glaube, ja, ein sehr feines Gespür. Ich glaube, Sie sind der Typ, der sagt, ich bin die Richtung. Naja, es ist ja in Wahrheit so, der Dirigent spielt ja nicht. Der dirigiert ja. Sehen Sie? Wer hält seinen Kopf denn? Und ich spiele ja. Ja, klar. Da also ist schon die ganze Verachtung der Geigerin gegenüber dem Dirigenten. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ja, wisst ihr? Also, nein, das ist keine Verachtung. Dafür muss man sich gar nicht entschuldigen. Aha. Die Diskussion gibt es im Fernsehen ja genauso. Der spielt ja, der hat kein Instrument. Ja, aber zum Schluss reden Sie ja jetzt auch. Da kann ja, also man kann man Ihnen ja vorher deswegen, sonst was erzählen. Ja, wir halten die Rübe dafür raus. Ja. Ne? So ja. Ist es. Was machen Sie eigentlich, wenn Ihr Sohn Heavy-Metal-Gitarrist wird? Werden möchte. Die Frage ist ja, ob er so weit kommt. nein, weiß ich nicht. Also im Moment, es ist ja im Moment kein Problem, was ich habe. Ja, nein. Dachte. Also keine Was-wäre-wenn-Fragen. Nee. Wie wichtig ist Selbstdisziplin, Selbstkritik, um dahin zu kommen, wo Sie jetzt sind? Sehr wichtig, aber ich glaube, das ist in jedem Beruf, wo man erfolgreich sein möchte, ja wichtig. Selbstkritik geht auch irgendwie zusammen mit Selbsteinschätzung und Selbstbewusstsein. Mhm. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, weil man braucht schon natürlich ein starkes Selbstbewusstsein, wenn man einen Beruf in der Öffentlichkeit ausübt, wenn man von allen Seiten auch immer kritisiert oder auch gelobt wird. Können Sie gut mit Kritik umgehen? Die einen sagen so, die anderen sagen, ich merke es. Nee, das hängt davon ab, von wem die Kritik kommt. Mhm. Also ich bin jetzt nicht diejenige, die am Tag nach dem Konzert erstmal mich googelt und guckt, wie waren jetzt die Kritiken zum Konzert. Wenn die Kritik von Kollegen kommt, von Freunden kommt,
dann nehme ich sie sehr ernst und dann kann ich damit auch gut umgehen. Jetzt von irgendwelchen fremden, außenstehenden Personen, das nehmen wir immer ein bisschen mit Vorsicht. Von uns beiden haben Sie heute Abend keine Kritik zu erwarten. Nein, überhaupt nicht. Ja. Wie ist das bei dir mit der Selbstkritik? Ich google mich am nächsten Tag auf jeden Fall. Also, das ist eine Katastrophe. Also ich würde es lassen, so wie Sie eigentlich. Das ist, ich bin sehr selbstkritisch, sehr. Ja. Grauenvoll. So grauenvoll, dass es keinen Spaß macht, die eigenen Filme zu gucken. Aber lieber Fall, man kann es nicht jedem recht machen. Das muss nee, aber es ist auch okay. Also ich habe auch meinen Frieden mit dem Grauen gemacht, so ein bisschen. Also es ist so, dass ich das inzwischen weiß, dass es ein Horror wird, gerade Premieren. Gestern war eine. Und dann sitzt man zwischen den Leuten und sieht sich und es ist unangenehm. Es ist also ich saß zwei Stühle neben ihm. Ja. Ich habe immer ganz brav gelacht, um ihm gutes Gefühl zu geben. Ja, ich habe auch immer rübergeguckt, wenn er nicht gelacht hat. Aber Musik entspannt jetzt, pass auf. Dürfen wir einen Blick auf Ihre Geige werfen, die Sie mitgebracht haben? Und nicht nur einen Blick drauf werfen, wir möchten natürlich gleich auch was hören. Aber vorher möchte ich zumindest einmal fragen, Sie haben ja gesagt, eine Geige, eine Solistin und eine Geige, das ist wie eine Liebesbeziehung zwischen zwei Menschen. Ja. Haben Sie mehr das als eine Geige? Gesagt, bevor ich verheiratet war. Aber. Ja, wollte ich gerade sagen. Haben Sie mehr als eine Geige? Ja, ich habe jetzt zwei Geigen. Ich habe diese Guadagnini von 1742. Moment, wir sehen Sie noch nicht. Wir ja, sind ganz ich habe Angst, dass der Geigenkasten runterfällt. Ja, ich halte ihn schon. Das ist ja. Von lieb. 1742. So, jetzt kann man sehen. Kann ich das so abnehmen? Ja, jetzt kann nichts mehr passieren. Ich habe auch noch eine moderne Geige von einem Philipp Augustin. Die ist jetzt eineinhalb Jahre alt. Auch ein sehr schönes Instrument. Ja, also wann kommt die Nebenbuhlerin dann zum Einsatz? Also natürlich bei Open-Air-Konzerten, wenn ich nach Amerika fliege. Und, aber die reist schon immer im Handgepäck? Ja, aber alle Geigen reisen im Handgepäck. Hat so eine Geige richtig eine Vita? Wissen Sie genau, die ganzen Besitzer? Hat die eine Geografie? Also bei der weiß ich das jetzt nicht. Es gibt natürlich bei Stradivaris und Guarneri schon auch so ganze Bücher darüber, wann welche Geige hatte und so. Ja. Aber die Saiten sind neu. Ja, sie sollten sein. Ich habe gestern festgestellt, ich hätte eine noch wechseln sollen. Aber das kann man dann nicht machen, weil die brauchen ein paar Tage, bis sie sich akklimatisieren. Also jetzt spiele ich mit einer etwas älteren A-Seite. Okay. Ich werde ganz genau hinhören, ob es da Probleme gibt. Was spielen Sie für uns? Wir freuen uns erstmal überhaupt, dass Sie für uns spielen. Ja? Ja, ich spiele von dem österreichischen Geiger Fritz Kreisler ein Stück. Das heißt eigentlich Recitativo und Scherzo Caprice. Und daraus spiele ich jetzt Scherzo Caprice. Wir freuen uns. Ja. Julia Fischer.
ich muss gestehen, ich bin jetzt grenzenlos neidisch. Ich würde auch gerne ein Instrument so wunderbar spielen können. Aber was Sie sicherlich freuen wird, Sie haben ganz viele junge Menschen jetzt auch erreicht, denn die NDR Talkshow ist ja quasi das Jugendmagazin des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Und ich glaube, das ist Ihnen ein Anliegen und deswegen freuen wir uns sehr über den Besuch. Vielen Dank. Julia Schäfer, herzlichen Dank. David, wir können gleich bei den Superlativen bleiben. Ich habe nämlich eine kleine, große Überraschung für dich, was du nicht weißt. Oh, ich habe hier einen Preis, den du heute Abend hier verliehen bekommst. Du hast nämlich in den letzten 5 Jahren 1 Million Konzerttickets verkauft. Wahnsinn. Oh. Wow. Wow. Bitte schön. Natürlich von denen, die die Konzerte veranstalten. Die freuen sich am meisten darüber. Ist gut. Ja? Wahnsinn. Das kriege ich hin. Also Glückwunsch dazu. Vielen herzlichen Dank. Also es war mir gar nicht so bewusst, wie viele das dann doch irgendwie so zusammen geworden sind. Wahnsinn. Aber ich glaube, jeder von uns irgendwie für sich selber so bestätigen, wirklich einen tollen Beruf. Mhm. Ich habe wahnsinnig viel Glück in meinem Leben gehabt. Ich habe sicherlich auch wahnsinnig hart dafür gearbeitet, aber im Endeffekt kann ich etwas und darf etwas machen, was ein Stück weit hoffentlich Menschen glücklich macht. Mich macht es auf alle Fälle glücklich und freue mich jetzt eigentlich auch wieder auf die anstehenden Aufgaben. Ich weiß, du warst gerade in London, du warst in New York. Wie ist das da? Führst du da ein weniger öffentliches Leben, als du das vielleicht im gesamten deutschsprachigen Raum führst? Also New York hat was ganz Spezielles. Also ich will auch nicht New York mit den USA vergleichen. Die Frage ist, ob du da oft erkannt wirst. Wirst du da genauso oft erkannt wie hier oder ist das einfach so, dass die Leute da teilweise schon, aber ich finde, gerade New York hat eine gewisse Distanz und eine gewisse Anonymität. Wenn ich dort rausgehe, es gibt immer jemanden, der mehr Geld hat, besser aussieht, berühmter ist und im Endeffekt wird man dann... Wie oft steht ich wollte gerade sagen, umso später der Abend, Tolles habe ich noch gar nicht gesagt. Umso später der Abend, umso schöner die Gäste. Das passiert immer mal wieder. Sehr gut. Manchmal vergessen wir auch einen Gast. Lange. Bleibt ihr bitte alle auf der Linie sitzen. Genau, wir machen den Platz, komm her. Nur deshalb bin ich gekommen. Danke. Hallo Axel, hallo Hubertus. Guten Abend. Wo kommst du jetzt her? Ich hatte hier zu tun und habe gehört, wer alles hier ist und einige meiner Freunde auch und habe gehört, was du gerade Tolles gesagt hast. Ja, ihr habt gerade zusammen gespielt, ne? Ja, genau. Ja. Und muss sagen, dass ich David nicht nur als genialen Musiker erlebt habe, sondern auch als großartigen Schauspieler. Und wo du gerade reinkommst, eine seiner ersten Szenen, die ihr ja auch zusammen gespielt habt, im Paganini, der Teufelsgeiger, war er splitterfasernackt. Warst du im Raum? Was sonst ich eigentlich ja immer bin im Film. Ich habe mal ihre Rolle übernommen sozusagen. Ja. Hattest du wirklich nichts an? Naja, sagen wir es mal so, nichts, was man... Veronika, was weißt du jetzt, was wir noch nicht wissen? Ich sage nur, beste Qualität in jeder Hinsicht. Hallo Heiner! Aber ich meine wenn jetzt Veronika da ist, können wir doch irgendwie mal eben einen kleinen Song spielen. Was halten ihr davon? Wir ziehen das einfach mal vor. David, David Garrett zusammen. Das meine ich. Weißt du, dass Axel hast du deine Geige dabei? Weißt du, die Deutschen, die träumen so viel. Ja. Sollen wir die schnell holen? Pass auf. Kannst du noch irgendwann die Gitarre? Okay, das machen wir ganz schnell. Könnt ihr ganz schnell mal die Geige von David Garrett organisieren? Alles gut, ich sehe das. Axel. Eine Frage noch. Das muss aber jetzt organisiert werden. Ich weiß nicht, ob da jetzt jemand hochhaut. Okay, nee, ich glaube schon. Sag mal, funktioniert das, wenn Axel jetzt was spielt? Kannst du da einfach einsteigen? Kommt drauf an, was du Kein. Spielst. Hast du schon vage Ahnung? Ja. Wir organisieren gerade noch die Geige. Super. Super. Wir können und wer improvisiert den Text? Das machst du hoch. Also, Axel kann schon mal ein bisschen vorschlagen jetzt. Die Geige kommt. Erstmal müssen wir stimmen. Na, Stimmen brauchst du nicht. Hier ist was los bei mir. Das ist das typische Unterschied. Stimmen wird nie. Irgendwas improvisieren, was vielleicht zum Wetter passt. Okay, also wie gesagt, ich hab noch nicht. Mach ruhig weiter, das dauert noch eine Minute. Summertime. And the living is easy. Fish is jumping. And the cotton's high. Your daddy's rich. He
he's so rich and your mom is good looking. But so won't you hush, little baby? I want to please don't cry. Da drüben ihres Berben, die kommt auch gleich. Warte mal, was soll denn alles passieren? Wer hier alles rankommt, verrückte Geschichte. Ja, ja, aber ist doch gut so. Ja, sowas gibt es hier halt. Ja. Also, ständig, die ganz Großen der Show. Wenn ihr das vorbereitet habt, dann hat das sagenhaft gut gemacht, weil er war nämlich wirklich jetzt ganz unruhig. Wer jetzt die Geige? Woher und wo soll nein, die nein, kommen? Nein, nein, das war ich habe keine Ahnung. Aber ich habe gerade gelernt, dass du ein hervorragender Schauspieler bist. Also ich habe mich auch gerade gelernt. Aber ich freue mich natürlich über das wahnsinnig liebe Kompliment. Ja. Und naja, war eine tolle Gelegenheit für mich, einfach eine Figur zu spielen, die ich unglaublich interessant finde. Mhm. Natürlich erstmal ist richtig. Aus musikalischer Hinsicht hatte die Möglichkeit, nicht nur natürlich das Drehbuch mitzugestalten, mitzuschreiben, aber auch nebenbei natürlich die gesamte Musik dafür abzuliefern. Soundtrack, das war meine ganz große Leidenschaft. Hast du geschrieben? Ja. Also natürlich basierend auf Themen von Paganini. Und das war eine ganz, ganz große Sache für mich. Und ich hoffe, dass die Leute es mögen werden. Da bin ich ziemlich sicher. Den Verrückten, ne? Ja. Verrückten. Ja, absolut. Da war ich mal in meiner Vorne. Das nichts Neues. David, sag mal eins. Du bist natürlich ein wunderbarer klassischer Geiger. Also du kannst ja alle großen Werke spielen, hervorragend spielen, bist da sehr anerkannt. Aber du machst natürlich auch viel Crossover. Stimmt, und die Unterschiede liegen ja zum einen auch darin, Crossover, da können die Hallen nicht groß genug sein. Ja? Alles ist ausverkauft. Ja, es kommt nur auf die Qualität drauf an. Ich glaube, ja, eine Halle glaube, im Endeffekt schon, macht ja kein nicht Konzert aus. Also ich freue mich natürlich immer, wenn viele Menschen da sind, aber im Endeffekt spiele ich ja für euch genauso mit derselben Leidenschaft, wie wenn es jetzt 20.000 sind oder halt nur eine Person vor mir da ist. Insofern, ich freue mich natürlich über den Zuspruch und über natürlich viele Menschen, die kommen. Aber im Endeffekt das, was auf der Bühne passiert, das Zuhören, das sich mit den Musikern unterhalten musikalisch auf der Bühne, das ist das Schönste. Macht keinen Unterschied. Ja. Du bist aber demnächst jetzt wieder klassisch unterwegs. Richtig. Spielst Brahms, dann wieder Brahms eher in Konzerthäusern, kein Feuerwerk. Schaffst du es trotzdem, schaffst du da irgendwie Fans, die dich vielleicht auch von den Crossover-Konzerten kennen, so ein bisschen rüberzuziehen in die Klassik? Absolut, ja. Also gerade wenn ich hier in Hamburg oder in Berlin in der Philharmonie spiele, sind schon ganz, ganz andere, ja, ein anderes Publikum da. Viele junge Menschen, wo ich mich natürlich immer wahnsinnig drüber freue. Mhm. Und ich kriege ja auch sehr, sehr viele Zuschriften per E-Mail oder halt Briefe, wo es wirklich dann auch erwähnt wird, dass durch das Beethoven-Konzert, was ich jetzt letztes Jahr, nicht vorletztes Jahr, ist es rausgekommen, das muss man sich mal vorstellen, wir haben knapp 250.000 CDs verkauft vom Beethoven-Violinkonzert. Also praktisch mit da oben in den Charts, in den Popcharts, mit einem Beethoven-Violinkonzert, was nach meiner Hinsicht erst absolut verdient hat, wieder da oben mitzuspielen. Und das ist schon ganz, ganz großartig. Aber sagen Sie mal, ich muss ja mal was fragen. Wenn Sie 300 Tage im Hotel sind, wann üben Sie denn für diese Hotel? Wirklich... an? Das geht? Das geht. Also wo denn? Für ihn schon, für die Nachbarn ist es schwierig. Einfach im Zimmer. Naja, aber sonst kann man ja kaum Fernseher aufdrehen, da stören die sich schon die Leute. Ich muss ganz ehrlich sagen... Konzerte sind doch meistens abends, da hat man doch tagsüber Zeit. Ja, also die meisten Menschen sitzen ja jetzt auch nicht tagsüber im Zimmer, die haben ja irgendwas hoffentlich. Die haben dann eben ein Privatkonzert von David Gerrits zu erleben. Ich habe das so oder so erlebt. Der wohnt jetzt auch nicht in der Hotelpension Ingeborg. Also das ist schon... Da sind die Männer schon ein Hauch dicker. Nein, überhaupt nicht. Ne? Aber hast du schon erlebt, dass man sich beschwert hat? Ich habe beides erlebt. Ich habe jetzt
ein ganz merkwürdiges Erlebnis gehabt, auf komischerweise auf dem Weg nach Hamburg. Und zwar sind wir von Berlin mit dem ICE herüber und hatte abends eine Veranstaltung. Und wollte dann im ICE üben. Wurde dann auch speziell das Abteil direkt hinter dem Zugführer gebucht. Einfach nur, dass ich ein bisschen mich warm spielen kann für den abendlichen Auftritt. Und dann, wir waren noch nicht mal in Berlin-Spandau angekommen, hat der Kollege die Türe aufgerissen und meinte, wenn ich jetzt noch eine weitere Note höre, fahre ich nicht mehr weiter. Wenn Sie wollen, können Sie doch bitte am Bahnsteig spielen, nee. Aber doch nicht hier. Ich kann doch konzentrieren. Der kannte dich dementsprechend auch nicht. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, im ersten Moment habe ich gedacht, okay, der macht jetzt einen Scherz, aber der meinte das todernst. Der Zugführer. Und der Zugführer. Und ich war dann. Mann, ich sag dann immer, ich freue mich. Ja, ich sag immer, ich freue mich, dass das Publikum hier das nicht so sieht. Ne? Es ist ja immer, wo man spielt. Es gab ja mal ein großes Experiment von Ihrem Kollegen Sir Joshua Bell. Ich glaube, er ist noch nicht Sir, aber Joshua ist ja. Und er hat sich mal mit dem englischen Fernsehen in die U-Bahn gestellt und hat dort gespielt. Und man wollte gucken, wie die Leute reagieren. Ob sie nun wirklich denken, ach, wieder einer, der uns hier belästigt. Oder ne, wie nehmen sie es auf, wenn irgendwo quasi ein Genie da öffentlich musiziert. Der Einzige, der stehen geblieben ist, ist ein kleines Kind. Das hat die Mutter an der Hand gehalten, hat gesagt, Mama, Mama, mit Tränen in den Augen, Mama, hörst du das? Sind das Engel? Dieses kleine Kind war Kinder gebannt. Sagen die anderen sind mit ihren Aktentaschen, Kapuze über dem Kopf weiter. Wir haben natürlich das Experiment genau an dem Tag gemacht, wo noch die Rush-Hour ist. Jetzt muss ich auch ganz ehrlich sagen, es ist ein bisschen menschlich auch nachzuvollziehen, dass man dann irgendwie in Gedanken woanders ist. Und sich, ich glaube, auf Musik muss man sich auch einlassen können. Man kann nicht einfach irgendwie... Das würde mir wahrscheinlich in dem Moment auch nicht... Es gibt zum Beispiel einen brillanten Akkordeonisten, der ist Russe, der sitzt in Berlin am Alexanderplatz ganz häufig, der spielt so hervorragend. Und er hat sich nun, das war seine Entscheidung, er wollte auf der Straße leben und davon auch leben. Das ist nun wiederum das andere Ding. Aber da gehen viele vorbei, die erkennen das nicht unbedingt. Aber man muss es ja auch nicht in dem Moment erkennen. Ich glaube, Menschen, die... Also ich liebe Musik spielen, egal wo. Also ich habe auch schon in meiner Zeit in New York auch mal da unten gespielt, in der U-Bahn. Und mir macht das einfach Spaß, ein Stück weit an der Musikfreude zu empfinden, ob da jetzt jemand steht. Auch schon als kleiner Junge, ja, da wollte ich nämlich gerade drauf kommen. Ja. Du warst, es gibt eine neue CD von dir und da ist der Titel Programm. Ja. Die heißt 14, weil da Werke drauf sind, die du aufgenommen hast, als du 14 Jahre alt warst. Bestimmt, Die haben seitdem im Archiv gelegen und sind erst jetzt auf CD veröffentlicht worden. Ja. Bevor wir darüber reden, schauen wir einmal ganz kurz in ein paar Bilder. Das ist ein Konzert, da bist du 14 Jahre alt und ich glaube, jetzt werden gleich alle hier sagen, oh, ist der süß. Oh mein Gott. Mozart. Darf ich denn? Ja. Dann bist du aber sehr zufrieden mit der Qualität dieser Aufnahmen, weil also ich besitze von mir auch Musikaufnahmen, die ich mit 14 gemacht habe und die würde ich für kein Geld der Welt heute veröffentlichen. Das wäre meine Frage gewesen. Kannst du das, also... Kann man es jetzt mittlerweile damit, oder würdest du es heute anders spielen? Ich würde es mir sicherlich anders spielen, aber objektiv kann ich es trotzdem mir anhören und sagen, es war sehr, sehr gut damals gewesen. Also ich bin fast schon manchmal ein bisschen schockiert, dass ich eigentlich nicht so viel dazugelernt habe. Also, es ist ja umgekehrt so, ein Teil der Stücke, die du auf dieser CD spielst, spielst du ja heute immer noch. Ja, absolut. Also gerade das klassische Programm ist ja nicht etwas, was man dann irgendwann mal nur einmal spielt und dann sozusagen zur Seite legt und nie wieder anfasst. Und das sind ganz, ganz viele Stücke, die Tradition auch haben, dass man sie ein Leben lang sozusagen verfeinert. Das Brahms-Konzert, womit ich jetzt auf Tour bin, das haben wir auch oder habe ich jetzt auch in den letzten 15 Jahren immer wieder gespielt. Aber also mit für 14 Jahre fand ich das ganz okay. Ja. Du warst, glaube ich, 4, als du angefangen hast. Ja. Mit Geigen. Wie viele Stunden pro Tag hast du trainiert, dass du mit 14 so gut sein konntest? Sehr, sehr viel. Geübt, muss man jetzt sagen. Man spricht, glaube ich, gar nicht, nicht von trainieren. Aber man kann es auch trainieren. Sehr viel. Also Lang hat vor kurzem in einer Sendung bei mir erzählt, dass er 8 bis 10 Stunden pro Tag geübt hat. Also ich glaube, 8 bis 10 schon geht auf dem Instrument gar nicht, einfach wegen der Haltung. Also wenn du 8 Stunden so übst, dann kannst du nachher nicht mehr spielen, da läufst du nur noch so rum. Sag mal ungefähr. 5, 6 Stunden teilweise. Manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Kam natürlich auch drauf an.
wie viel Schulstoff ich in dem Moment arbeiten musste. Aber eine normale Kindheit ist da eigentlich nicht zu denken. Sicherlich nicht normal. Auf der anderen Seite, ich glaube, das Schöne an der Vergangenheit ist, dass sie einen irgendwo hinführt. Mhm. Und es hat mich in diese Sendung geführt und auch in die Konzerte, die ich jetzt spiele, in das Leben, was ich liebe. Und rückblickend sicherlich auch nicht immer schöne Momente, aber auch die nicht schönen Momente haben ein Stück weit mich geprägt oder gerade geprägt. Und insofern, das ist alles gut. Darf ich was fragen, was mich ich beschäftigt, weil David Garrett ja oft und sehr gerne höre. Diese ganze Show, Klassik, das Drumherum, ja. Also mit Strobe Lights und wenn du, wenn bei du zum Schluss nicht bei Klassik, ja. Egal, wenn du, also wann auch, ich weiß schon, dass du das trennst, aber wenn du dann an so einem Klettergeschirr durch die Halle fliegst, wie der Artist in der Zirkuskuppel, da kannst du mir doch nicht erzählen, dass in der Zeit dann die Perfektion des Geigenspiels noch das entscheidende Kriterium ist. Absolut, immer für mich. Warum macht es dir dann so schwer? Warum soll man es sich einfach im Leben machen? Im Endeffekt, das, was mir am allerwichtigsten ist, gerade wenn Bewegung im Spiel ist, was ich eigentlich nicht so häufig mache, aber es ist sicherlich ab und zu gerade bei Crossover, also ich weiß jetzt genau, auf welchen Moment du mich ansprichst, aber auch da habe ich das im Vorhinein ausgetestet, ist das möglich, die Qualität des Spiels da für dieses Stück beizubehalten? Wäre das nicht möglich gewesen, hätte ich es nicht gemacht. Und das ist völlig, oder ob du konzentrierst, da stehst und total fokussierst, da lebt man ja oft im Konzert auch als Laie, merkt man, der ist jetzt in einer anderen Welt, der ist jetzt ganz in dieser Musik, also Piano oft, der völlig weg. Das kannst du doch nicht machen, wenn du in 20 Meter Höhe an einem Geschirr hängst und durch die Halle fliegst und Stradivari runterfallen könnte. Ist erstens, also, Punkt 1, ich benutze das, wenn ich diese Geige benutzen würde, wäre ich nervös. Das stimmt. Da die Geige auch nicht befestigt ist, falls die jetzt wirklich aus irgendwelchen Gründen runterfallen sollte, ich habe ein sehr gutes Instrument, aber sagen wir, es ist ein Instrument, wo ich sage, das kann ich verschmerzen, wenn damit was passieren sollte. Ist Gott sei Dank bis jetzt noch nicht passiert. Aber ich glaube gerade wenn du wirklich Vollblutmusiker bist, machst du nie etwas, wo du sagst, das kompromittiert. Und auch diese Situation, die du dir gerade beschrieben hast, ich habe mir das im Vorhinein wirklich Gedanken drüber gemacht, auch ausprobiert, ob es möglich ist. Und wenn es nicht möglich gewesen wäre, wenn es 2-3% schlechter gewesen wäre, das Spiel, hätte ich es nicht gemacht. Herr Kleber denkt darüber nach, wie er seinen Vortrag im Heute-Studio ein bisschen körpersprachlich, ob man da nicht drauf kleben kann. Ne? Ja, das muss ja nicht sein, dass wir am Anfang schon so stehen. Ne? David, eine letzte Frage. Wenn du die Möglichkeit hättest, eine Sache nachzuholen, die du in deiner Kindheit nicht hattest, die du vielleicht verpasst hast durch das Geigespiel, was wäre das? Was würdest du gerne nachholen? Ich habe alles in meinem Leben nachgeholt, was ich ein Stück weit vielleicht in der Zeit verpasst habe. Also wirklich, jetzt schon? Ja, absolut. Müssen wir uns keine Sorgen machen. Gibt's nicht irgendwas Kleines? Ich habe alles überlebt. Insofern, alles gut gelaufen. Alles gut gelaufen. Ich bin auch immer auf beiden Beinen irgendwie gelandet. Und Gott sei Dank. Aber ich habe sicherlich viel, auch gerade in der Zeit des Studiums, erlebt und nachgeholt, auch nach dem Studium. Aber ich habe dann immer doch mit der Musik meinen Fokus gefunden in das, was ich machen möchte. Und das gab mir dann so ein Stück Überzeugung, dass ich nichts anderes machen möchte und hat mich auch vor Situationen bewahrt, wo es vielleicht etwas anders hätte laufen können. Viel Erfolg für die Zukunft. Dankeschön. Wir freuen uns auf die nächsten Konzerte, egal ob Klassik oder Crossover. Herzlichen Dank für den Besuch, David Garrett.